Zusatzpunkt 7. So, jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um die massive Ausweitung von Telekommunikationsüberwachung und die Verwendung von Staatstrojanern. Die brisanten Vorschläge wurden in einem generischen Reformpaket versteckt. Der offizielle Titel lautet daher effektivere und praxistauglichere Strafverfahren. Zu dem Gesetzesentwurf liegt ein Entschließungsantrag von Bündnis 90 den Grünen vor, der aber natürlich unabhängig der Argumente völlig chancenlos ist, wie wir im Folgenden sehen werden. 35 Minuten vorgesehen. Ich höre hier keinen Widerspruch, dann ist so beschlossen und ich darf Sie bitten, Ihre Plätze einzunehmen. Man sieht hier deutlich, wie leer der Saal ist und weitere Abgeordnete verlassen den Saal. Das ist aber kein ungewöhnliches. Also geh wechseln, ja. Die läuft. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat Bettina Bär-Losse, SPD-Fraktion. Statt dem verantwortlichen Justizminister Heiko Maas eröffnet nun Bettina Bär-Losse von der SPD die Debatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, heute soll der Bundestag eines der größten Gesetzesreformpakete dieser Legislaturperiode beschließen. Der vorliegende Entwurf sieht vor, ein Gesetz zur effektiveren Ausgestaltung des Strafverfahrens mit den Gesetzen zur Änderung des Strafgesetzbuchs, der Strafprozessordnung, des Jugendgerichtsgesetzes und weiterer Gesetze zu verbinden und um Regelungen zur Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Online-Durchsuchung und die Quellentelekommunikationsüberwachung zu ergänzen. Ich gebe zu, wo viel Licht ist, da ist auch Schatten. Und man sollte vielleicht überdenken, ob es immer sinnvoll ist, solche großen Gesetzespakete zu schnüren und im Gesetzgebungsverfahren Einzelpakete im Jungteam miteinander zu verbinden. Oder ob es nicht transparenter wäre, die jeweiligen Gesetzesentwürfe einzeln zu behandeln. Nichtsdestotrotz sehe ich in dem nun vorliegenden Gesetzesentwurf eine überwältigende Leistung an parlamentarischer Arbeit. Jeder einzelne Gesetzesentwurf nimmt gezielt Verbesserungen vor, sei es im Bereich der Strafprozessordnung oder sei es im Bereich der Strafverfolgung. Zum Ende der Legislaturperiode wird damit zum Abschluss gebracht, was sich die Koalition am Anfang vorgenommen hat. Das Vorhaben geht auf die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag zurück, das allgemeine und auch das Jugendstrafverfahren effektiver auszugestalten. Der Gesetzesentwurf basiert auf der Arbeit einer eigens eingesetzten Expertenkommission. Im Anschluss an die ersten Lesungen der Entwürfe gab es intensive Beratungen, Berichterstattergespräche, Gespräche auf Fraktionsvizeebene und auch Gespräche im Koalitionsausschuss. Und es gab zu allen, ich betone zu allen Aspekten, öffentliche Anhörungen. Zum Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens, zur geplanten Änderung des Strafgesetzbuchs, zur geplanten Änderung der Strafprozessordnung, des Jugendgerichtsgesetzes und weiterer Gesetze. Auch die sogenannte Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchungen wurden intensiv erörtert. Insbesondere die Bedenken kritischer Sachverständiger sind in unsere Beratungen eingeflossen. Einige stellen jetzt die Behauptung auf, dieses Gesetz oder Teilaspekte davon seien quasi über Nacht und durch die Hintertür durchs Parlament gedrückt worden. Diejenigen, die das tun, verkennen aber, dass es sich um einen fast vierjährigen Prozess handelt, an dem ich selber leider nur einige Monate teilnehmen konnte. Hierzu eine andere Auffassung zu vertreten, ist selbstverständlich legitim. Ich halte den Umstand, dass bis kurz vor Ende einer Legislaturperiode um einzelne Positionen gerungen wird, aber für nachvollziehbar und ebenfalls legitim, wenn es um den schmalen Grat zwischen Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates einerseits und die Wahrung und Gewährleistung von Grundrechten andererseits geht. Mit einem Nacht- und Nebelgesetz hat das aber rein gar nichts zu tun.
Nun zum Inhalt. Ich möchte nur die wichtigsten Aspekte herausstellen. Ein Teil des Paketes ist die sogenannte StPO-Reform, die ein ehrgeiziges und wichtiges Ziel verfolgt, nämlich die Vereinfachung und Beschleunigung von Strafverfahren in allen Stadien. Es geht hier etwa um Ablehnungsverfahren bei Befangenheitsgesuchen, die Möglichkeit einer Fristsetzung für Beweisanträge und die audiovisuelle Dokumentation von Beschuldigtenvernehmungen, um nur drei Beispiele zu nennen. Der Gesetzgeber begegnet ja häufig der Kritik, dass viel zu viel Zeit vergeht zwischen Straftat und Gerichtsverfahren. Und auf der Ebene der Strafprozessordnung soll diesem Problem mit dem Entwurf begegnet werden. Ein zweites Ziel, das mit der Reform der Strafprozessordnung verfolgt wird, ist die Anpassung an die rasante technische Entwicklung der letzten Jahre. Hierzu ein kurzer Blick in die Geschichte der Spurensicherung und Strafverfolgung. 1897 überführte Scotland Yard den ersten Täter anhand seiner Fingerabdrücke. Fingerabdrücke als Beweismittel wurden erstmals 1896 in Argentinien und 1901 in Großbritannien vor Gerichten zugelassen. In Großbritannien und den USA ist der genetische Fingerabdruck in Strafprozessen als Beweismittel zur Identifizierung oder zum Ausschluss eines Tatverdächtigen seit 1987 zugelassen. 1997 ist in Deutschland erstmals eine rechtliche Regelung der Voraussetzungen für den Einsatz des genetischen Fingerabdrucks in Kraft getreten. Das liegt nun aber auch schon wieder 20 Jahre zurück, und die Möglichkeiten der DNA-Analyse haben sich rasant weiterentwickelt. Die Forensik hat wesentliche Fortschritte auf dem Gebiet der DNA-Analyse erzielt. Augen, Haar und Hautfarbe einer Person lassen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmen. Denjenigen, die meinen, dass dadurch eine Stigmatisierung bestimmter Gruppen erfolge, halte ich entgegen, dass zahlreiche andere Verdächtige demgegenüber entlastet werden, die vielleicht vorher unter Generalverdacht gestanden haben. Ist der Täter oder die Täterin blond und blauäugig, werden nun mal die Schwarzhaarigen und die Braunäugigen entlastet. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, und im Übrigen wäre eine Öffentlichkeitsfahndung ohne klare Benennung von Äußerlichkeiten wenig erfolgversprechend. Drittens wollen wir unseren Strafverfolgungsbehörden mit den Regelungen zur Quellen-TKÜ und zur Online-Durchsuchung ermöglichen, darauf reagieren zu können, dass auch Kriminelle neue technische Möglichkeiten nutzen. Die vorgeschlagenen Regelungen halten sich streng an die Vorgaben, die auch bei der Wohnraumüberwachung gelten. Wurde sich vor 20 Jahren noch in einer Wohnung getroffen, um kriminelle oder terroristische Aktivitäten zu planen, kann man sich heutzutage in einem Chatroom treffen. Der Gesetzgeber muss hierauf eine Antwort finden. Strafverfolger dürfen Kriminellen nicht hinterherhinken. Oft ist zu hören, dass die Polizei schon jetzt in der Lage sei, die Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger zum Zwecke der Verhütung terroristischer Aktivitäten zu überwachen und entsprechend auszuwerten. Das stimmt aber gar nicht. Besonders schwierig wird es für die Ermittler, wenn es um Datenmaterial geht, das durch sogenannte Messenger-Dienste ausgetauscht wurde. Wenn Behörden keinen Zugriff auf diese Daten haben, entstehen in der Folge Räume, in denen Strafverfolgung unmöglich ist. Das ergibt sich ja dann von selbst. Unser Ziel muss also sein, die Behörden überhaupt erst in die Lage zu versetzen, ermitteln zu können. Und die technische Entwicklung erlaubt uns dies jetzt erfreulicherweise. Deshalb treten wir mit unserem gemeinsamen Gesetzesentwurf dafür ein, dass es künftig eine gesetzliche Regelung gibt, auf deren Grundlage besonders schwere Straftaten durch den Einsatz der sogenannten Quellen-TKÜ verfolgt werden können. Dabei möchte ich einen Aspekt betonen, der uns besonders wichtig ist. Diese Form der Überwachung, die eben vor der Verschlüsselung von Daten ansetzt, muss den Vorgaben genügen, die das Bundesverfassungsgericht in seinem BKA-Urteil im letzten Jahr aufgestellt hat. Die entworfene Regelung berücksichtigt also insbesondere den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, ist begrenzt auf den Schutz hinreichend wichtiger Rechtsgüter und gewährleistet dabei auch den Schutz Dritter. Frau Kollegin, denken Sie an die Zeit und kommen zum Schluss, ja? Ich überspringe jetzt einfach den Teil. Ja, bis zum letzten Satz, bitte. Und bitte. Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf geben wir unserer Justiz Mittel an die Hand, um auf die Herausforderungen der Gegenwart überhaupt reagieren zu können. Ich bitte deshalb um die Unterstützung.
Unterstützung. Das war der Eröffnungsbeitrag von Frau Bär-Losse von der SPD. Sie hat sich Mühe gegeben, die weitreichenden Probleme zu relativieren. Als nächstes spricht Jörn Wunderlich von der Linkspartei. Er wird die Probleme näher erläutern. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Führerscheinentzug als Hauptstrafe, Überwachung von Anbahnungsgesprächen mit Verteidigern, mit inhaftierten Mandanten, Blutentnahme ohne richterlichen Vorbehalt, Videoaufzeichnung der ersten Vernehmung eines Beschuldigten. All das war Gegenstand des Gesetzes in der ersten Lesung. Daneben noch einige Dinge zum Veruntreuen von Arbeitsentgelt und zum Naturschutz. Naturschutz haben wir ja auch positiv gesehen. Alles in allem Pillepalle im Vergleich zu dem, was uns heute hier vorliegt. Experten halten es für einen der invasivsten Überwachungsgesetze der vergangenen Jahre. Heute soll hier in diesem Haus dieses Gesetz mit nachträglichen Änderungen verabschiedet werden. Änderungen, welche den Ermittlungsbehörden Zugriff auf private Geräte, Handys, Laptops, Tablets ermöglichen sollen, heimlich zur Strafverfolgung, ohne dass sich die Verdächtigen dagegen wehren können. Die geplanten Maßnahmen sind noch weitgehender als der große Lauschangriff aus den 90ern. Aber wieso findet sich, genau so ist das, aber wieso findet sich kaum Resonanz in der Bevölkerung? Hier wird mal wieder mit einem Verfahrenstrick gearbeitet. Diese massiven Grundrechtseingriffe wurden im Wege eines Änderungsantrags bezogen auf ein Gesetz mit ganz anderen Maßnahmen kurzfristig durchgebracht. Die einzige Schnittmenge ist das Wörtchen StPO. Das Thema soll eben klein gehalten werden. Was will die Bundesregierung erreichen? Bei der Quellen-TKÜ wird eine Schadsoftware auf das Gerät eines Verdächtigen aufgespielt, ein sogenannter Staatstrojaner, der die laufende Kommunikation mitliest. Wesentlich eingriffsstärker ist noch die Online-Durchsuchung, aber auch hier muss eine Software auf dem Gerät des Verdächtigen installiert werden. Allerdings kann dann auf sämtliche gespeicherte Inhalte zugegriffen werden, also die gesamte Festplatte ausgelesen werden. Wie wird die Software durch die Ermittler installiert? In vielen Fällen werden sie bestehende Sicherheitslücken nutzen müssen, um sich von ferne Zugriff auf das Gerät zu verschaffen. Doch wenn solche Sicherheitslücken notwendig sind, werden staatliche Stellen bestimmt wenig Interesse daran haben, sie den Softwareherstellern zu melden, was wiederum auch Cyberkriminellen die Nutzung dieser Lücken ermöglicht und diesen somit Vorschub leisten. Die Cyberkriminellen können sich schon mal vorab bei der Bundesregierung bedanken. Aus einer Ausnahmemaßnahme zur Terrorabwehr soll nun eine Standardmaßnahme der Polizei werden. Wo bislang abgehört wurde, soll nun der Staatstrojaner eingesetzt werden. Und das Gesetz sieht ja nicht nur vor, die laufende Kommunikation mitzulesen, sondern auch den Zugriff auf gespeicherte Kommunikation zu erlauben. Experten befürchten daher, dass die Quellen-TKÜ so quasi zu einer Online-Durchsuchung unter viel geringeren Voraussetzungen wird. Beide Instrumente gibt es im Übrigen schon. Sie werden aber kaum angewandt. Die Online-Durchsuchung darf etwa nur zur Prävention von äußerst schweren Verbrechen, also beispielsweise zur Terrorabwehr, benutzt werden. Auch die Quellen-TKÜ wurde bislang nur vereinzelt zum Einsatz gebracht. Doch nun sollen diese Maßnahmen nicht nur präventiv, sondern auch zur Strafverfolgung genutzt werden, mit einem Anwendungsfeld, das seinesgleichen sucht. Man hätte die Anwendungen zumindest auf schwerste Straftaten beschränken müssen. Und schon im Jahr 2008 hat der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts geurteilt, dass Online-Durchsuchungen nur zur Abwehr von Gefahren, ich zitiere jetzt mal, Leib, Leben und Freiheit der Person oder solche Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen oder den Bestand des Staates oder die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, dienen dürfe. Zitat Ende. Dass Drogenhandel und Verstöße im Asylverfahrensrecht die Existenz des Staates oder der Menschen bedrohen, das kann mir hier in diesem Hause keiner erklären. Aber selbst heute gibt es ja schon bei den Strafverfolgungsbehörden Begehrlichkeiten, das wissen wir aus der Stellungnahme des Oberstaatsanwalts beim BGH, die Eingriffsschwelle zu senken. Der ja sagt, diese Schwere des Eingriffs kann man ja eigentlich erst feststellen, wenn wir die Beweismittel gesichert haben. Deswegen, wenn ich es beantrage, kann ich noch gar nicht die Schwere bejahen. Deswegen müsste die Schwere eigentlich raus. Ich bin gespannt, was das Verfassungsgericht zu diesem Gesetz sagen wird. Denn es wird mit Sicherheit vom Verfassungsgericht landen und es entspricht nicht den Vorgaben der Entscheidung von 2008. Aber diese Regierung wird aus den Watschen, die sie sich ja nun permanent vom Verfassungsgericht holt, nicht klüger. Aber das wundert mich auch nicht. Bei der ersten Lesung des Ursprungsgesetzes, Herr Fechner, hatte ich noch die Hoffnung, in den Beratungen etwas retten zu können. Was heute, jetzt hier von der Koalition im Omnibusverfahren, im Übrigen am Bundesrat vorbei, ohne Beteiligung der Bundesdatenschutzbeauftragten, ohne Beteiligung der Verbände, ohne Diskussion in der Öffentlichkeit verabschiedet werden soll,
Das ist mit Worten jenseits der Fäkalsprache nicht mehr zu beschreiben. Das war Jörn Wunderlich von der Linken. Er gab sich kämpferisch und kündigte eine Klage vor dem Verfassungsgericht an. Etwas anderes bleibt ihm auch nicht über, da der Ausgang der Abstimmung sowieso schon feststeht. Als nächstes hören wir Elisabeth Winkelmeier-Becker von der Union. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Strafverfolgung ist ein wesentlicher Teil des rechtsstaatlichen Handelns. Wenn Straftaten begangen werden, dann ist der Staat den Opfern schuldig, dafür zu sorgen, dass die Täter ermittelt werden und dass spürbare Sanktionen verhängt werden. Das ergibt sich aus seinen Schutzpflichten und dafür hat er auch das Gewaltmonopol. Dafür sorgen eine unabhängige Justiz und handlungsfähige Strafverfolgungsbehörden. Aber in der Praxis geht das nicht so einfach, sondern es gibt da offenbar auch Defizite. Die Praxis zeigt, dass wir da doch teilweise an den Belastungsgrenzen angekommen sind. Taten werden nicht aufgeklärt. Gestern in der Anhörung zum Wohnungseinbruchsdiebstahl haben wir noch einmal gehört, dass in diesem Delikt die Aufklärungsquote unter 20% liegt. Gerichtsverfahren dauern lange. Es kommt vor, dass Beschuldigte aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssen, weil die 6-monatige Frist nicht eingehalten werden kann. Es werden viel zu viele Verfahren eingestellt, in denen es eigentlich gut gewesen wäre, auch eine Gerichtsverhandlung durchzuführen, damit es einen bleibenden Eindruck bei dem Täter hinterlässt, damit das Opfer auch noch mal ihm in die Augen blicken kann, es einen Ausgleich geben kann und auch unter Transparenzgesichtspunkten. Für die Öffentlichkeit wäre es besser, wenn eben nicht so viele Verfahren eingestellt werden. Es wird kritisiert, dass Deals gemacht werden. Oft ist der Hintergrund, dass die Arbeitsbelastung zu hoch ist, dass sich abzeichnet, dass ein Verfahren sehr kompliziert wird, rechtlich und auch in tatsächlicher Hinsicht. Und all das trägt natürlich nicht dazu bei, dass sich die Akzeptanz gerichtlicher Entscheidungen in der Bevölkerung erhöht. Es trägt auch nicht zu mehr Gerechtigkeit bei. Das Problem liegt in einer sehr hohen Arbeitsbelastung der Gerichte, der Ermittler, der Staatsanwälte und der Justizangestellten. Deshalb haben wir uns in Nordrhein-Westfalen für die neue Koalition auch vorgenommen, hier all along auch ganz deutlich aufzurüsten, sowohl was die personelle Ausrüstung angeht, als auch was die technische Ausstattung angeht. Ja, schon mal ein Applaus wert, finde ich auch. Dabei zeigt der Vergleich, dass wir in der Anzahl der Richter pro 100.000 Menschen in der Bevölkerung gar nicht so schlecht dastehen. 24 pro 100.000. Und wir wissen auch, dass sich diese Zahl nicht beliebig steigern lassen. Deshalb müssen wir auf der einen Seite eben die Ressourcen verbessern, aber es wird auf der anderen Seite eben auch darauf ankommen, mit diesen knappen Ressourcen auch sorgsam umzugehen, diese Ressourcen sinnvoll und vor allem auch effizient einzusetzen. Und das ist dann auch ein Beitrag zu mehr Rechtsstaatlichkeit, zu mehr Vertrauen in den Rechtsstaat und auch zu mehr Gerechtigkeit. Und da ist bei uns durchaus noch Potenzial erkennbar. Ein Vergleich zum Beispiel, das Landgericht Hamburg hatte einen Fall abzuurteilen. Es ging um Piraten, die am Horn von Afrika ein deutsches Schiff angegriffen hatten. Wir hatten ein Verfahren mit 106 Hauptverhandlungstagen, Kosten 4,5 Millionen. Vergleichbarer Fall in Frankreich, eine Hauptverhandlung von 3 Wochen. Also da zeigt sich, dass da etwas in Unwucht ist und dass wir da auf jeden Fall noch Potenzial haben. Denn Frankreich wird man sicherlich nicht nachsagen können, dass da Rechtsstaat nichts gilt. Ganz im Gegenteil. Wir haben deshalb auch schon im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir in den Strafverfahren und Jugendstrafverfahren unter Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze selbstverständlich die Verfahren praxistauglicher ausgestalten wollen. Und das ist auch der rote Faden, der sich durch die Regelungen zieht, die wir Ihnen heute hier zur Abstimmung vorlegen. Es beginnt beim Ermittlungsverfahren. Wir schaffen, die Kollegin hat es schon dargestellt, die sichere Rechtsgrundlage für Quellen, TKÜ und Online-Durchsuchung. Es ist einfach Unsinn, wenn sich die Arbeit der Ermittlungsbehörden und ihre Möglichkeiten nicht daran orientiert, wie Täter und Banden heutzutage agieren. Das heißt, zu oft
im Moment, dass wir Täter eben nicht auf die Spur kommen können, dass wir mit Telekommunikation herkömmlicher Art eigentlich nur noch mitkriegen, wer gerade welche Pizza bestellt. Wir erfahren aber dort nicht mehr, was die Bandenmitglieder verabreden, um ein Verbrechen zu begehen, einen Angriff zu begehen, möglicherweise sogar einen terroristischen Anschlag zu planen. Und deshalb ist es nötig, dass wir jetzt die klare Rechtsgrundlage schaffen für diese Maßnahmen, die zugegebenermaßen schon auch Eingriffe beinhalten in die Grundrechte. Aber sie sind auch an klare Voraussetzungen gebunden, nämlich dass Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand Täter oder Teilnehmer einer schweren Straftat ist. Ein paar Beispiele, um welche Taten es da gehen kann. Terrorismus, Geldwäsche, Abgeordnetenbestechung, Kinderpornografie, Mord, Bandendiebstahl. In solchen Fällen können diese Maßnahmen wichtige und unverzichtbare Anhaltspunkte sein, und dann sind sie auch verhältnismäßig und dann sind sie auch gerechtfertigt. Sind diese hohen rechtlichen Hürden und auch hohe technische Hürden, die dafür sorgen, dass es nie und nimmer zu einer Standardmaßnahme werden kann, sondern dass hier wirklich sehr gezielt im Einzelfall, allenfalls in wenigen Einzelfällen, diese Maßnahmen zum Einsatz kommen. Ich weiß nicht, woher Sie nehmen, dass das zu einer Standardmaßnahme werden kann. Also weder die rechtlichen Voraussetzungen lassen diesen Schluss zu, noch auch die Erfahrung mit diesem Instrument im präventiven Bereich. Auch da wird sehr restriktiv damit umgegangen. Und genauso wird das, das ist meine feste Überzeugung, auch hier im Bereich der Ermittlungen, im Bereich der Strafverfolgung geschehen. Es wird außerdem weitere Vereinfachungen im Ermittlungsverfahren gehen. Der Verzicht auf den Richtervorbehalt bei der Blutentnahme wegen Verkehrsstraftaten. Hier kann auf die richterliche Anordnung, denke ich, ganz guten Gewissens verzichtet werden, weil der telefonisch erreichte Richter im Zweifel eh nur das bestätigen kann, was ihm der Polizeibeamte vor Ort schildert. Wir schaffen die Pflicht von Zeugen bei der Polizei zu erscheinen. Wir regeln die Erfassung von sogenannten DNA bei Nahetreffern, wo es Sinn macht. Wir hätten gerne auch noch die DNA-Analyse in Bezug auf Merkmale wie Augenfarbe oder Haarfarbe aufgenommen, aber dazu sah sich das Justizministerium leider nicht in der Lage. Im nächsten Schritt im Gang des Verfahrens haben wir Beschleunigungen. Hier haben wir ja doch häufig auch den Fall, dass Befangenheitsanträge und Beweisanträge eher taktisch gestellt werden. Es soll das Gericht blamiert werden, hilflos vorgeführt werden, indem man mal zuerst mit einem Befangenheitsantrag beginnt und den ganzen Zeitplan durcheinander bringt. Hier haben wir jetzt geregelt, dass wenigstens bis zur Verlesung der Anklageschrift erstmal weitergemacht werden kann und sich dann alles Weitere findet. Beides führt zu mehr Effizienz, ohne substanzielle Eingriffe in die Rechte des Angeklagten oder Nachteile für die Wahrheitsfindung. Und dann auch im letzten Schritt bei den Sanktionen haben wir in Zukunft die Möglichkeit, ein Fahrverbot als Nebenstrafe festzusetzen. Denn häufig ist es so, dass zum Beispiel eine Bewährungsstrafe ja doch nur als Freispruch zweiter Klasse empfunden wird. Hier brauchen wir eine zusätzliche Sanktion, die auch für den Täter spürbar ist, ohne die Nachteile einer Haftstrafe. Dankeschön. So bin ich optimistisch, dass wir hier auch mit diesem Paket schon einiges erreichen, liebe Frau Präsidentin. Das war Frau Winkelmeier-Becker von der Union. Als nächstes hören wir Hans-Christian Ströbele von Bündnis 90 den Grünen. Er wird nun seine Kritik, die in den Entschließungsantrag einfloss, erläutern. Ja, danke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich wollten wir hier über die große Strafprozessreform reden, die der Bundesjustizminister angekündigt hatte, schon vor Jahren. Aber da ist nichts rausgekommen, sondern nur so ein paar kleine Mäuschen, die ja hier auch schon erwähnt worden sind. Also, dass nun der Richtervorbehalt bei der Blutentnahme wegfällt. Das ist ein großer Vorteil. Also sensationell, eine wirklich große Leistung. Oder dass jetzt bei bestimmten, es sind ja nur bei Tötungsdelikten, Vernehmungen von Beschuldigten, Band mitläuft oder ein Tonträger mitläuft, das ist auch nicht revolutionär.
Das ist auch keine große Veränderung. Aber ich will mich mit diesen einzelnen Punkten gar nicht mehr aufhalten, weil wir das ja bereits in der ersten Lesung gehabt hatten. Auch übrigens die Frage, die ja nicht Strafprozessordnung ist, sondern eher Strafrecht, dass man jetzt auch den Führerscheinentzug oder das Fahrverbot also auch für Nichtverkehrsstraftaten anwenden will. Das alles wäre fast nichts gewesen hier heute. Und deshalb haben Sie noch rechtzeitig oder nicht mehr rechtzeitig, nämlich nach Dienstschluss am letzten Freitag, einen Änderungseintrag eingebracht und wollten dann Montag für die Telekommunikationsüberwachung, also für Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ, eine Sondersitzung haben, damit das im Rechtsausschuss noch schnell beschlossen werden kann. Das ist dann nicht gemacht worden. Dann hat man es Dienstag gemacht, wurde das schnell durchgepeitscht. Ich sage Ihnen, das ist ein Hauruck-Verfahren, was unzulässig ist, mindestens wenn es darum geht, ein Gesetz zu machen, was mehr als damals der große Lauschangriff in Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eingreift, und zwar nicht nur der von Verdächtigen und Beschuldigten, sondern möglicherweise auch anderen, weil es kann ja auch sein, wenn Anhaltspunkte dafür sind, dass ein Verdächtiger einen anderen PC oder ein anderes Handy benutzt hat von jemand anders, dann ist auch der fällig, dann ist auch der in der Überwachung. Und es geht hier um einen operativen Eingriff in Grundrechte, und das muss ausführlich beraten werden. Deshalb haben wir hier gesagt, so kann man das nicht machen. Und was haben Sie jetzt gemacht unter dem der Fahne? Wir müssen was gegen Terrorismus tun. Da geben wir Ihnen ja recht, auch möglicherweise bei der Strafverfolgung, weil hier geht es ja nur um die Strafverfolgung, müssen wir was gegen Terrorismus tun. Das stimmt. Aber wenn man jetzt das anguckt, das Gesetz gilt quer durch das Strafgesetzbuch. Das sind insgesamt, glaube ich, 70 Paragraphen, wo Sie das anwenden wollen. Und erklären Sie mir, wo die schwere Straftat ist, wenn beispielsweise auch für Hehlerei, gewerbsmäßige Hehlerei, das angewandt werden soll. Wird da der Staat aus den Angeln gehoben oder warum? Da zeigt sich daran, dass Sie was ganz anderes vorhatten. Sie wollten ganz breit das Strafgesetzbuch erfassen, nahezu alle Delikte. Das ist übrigens nicht mal ein Verbrechenstatbestand, sondern ein Vergehenstatbestand. So kann man das nicht machen, und so ist das auch mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht in Einklang zu bringen. Das Bundesverfassungsgericht hat insbesondere verlangt, wenn man solche Online-Durchsuchungen machen will, dann muss man garantieren, dass technisch und rechtlich das so vorher überprüft wird und überprüfbar bleibt, dass man feststellen kann, was wird mit dieser TKÜ wirklich gemacht. Was wird gemacht? Und wenn es heißt, die läuft aus nach 3 Monaten, läuft sie wirklich aus? Kann das der Richter feststellen? Da reicht der Richtervorbehalt nicht, sondern da braucht man einen Vorbehalt von Datenschutzbeauftragten oder meinetwegen auch Spezialisten vom Chaos Computer Club, die man dazu ziehen muss. Und mit diesem Gesetz greifen Sie substanziell in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und gerade in dem Kernbereich privater Lebensführung ein. Und da haben Sie reingeschrieben, wenn allein dieser Kernbereich allein betroffen ist, dann ist das unzulässig. Das wird ja fast nie der Fall sein. Selbst beim Liebesgeflüster oder selbst beim Gespräch mit dem Psychologen oder Psychiater wird natürlich auch mal was anderes gesprochen. Das heißt, Sie öffnen selbst diesen Kernbereich der privaten Lebensführung für diese Online-Durchsuchung. Das ist grundgesetzwidrig. Das ist mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in keiner Weise zu vereinbaren. Und lassen Sie mich einen letzten Punkt sagen. Sie sagen zwar, Rechtsanwälte, Ärzte, Pfarrer, die sollen davon ausgenommen sein. Aber Sie lassen die Berufshelfer der Rechtsanwälte nicht raus. Wie stellen Sie sich das denn vor in meinem Büro als Rechtsanwalt?
Bei mir dürfen Sie das nicht einsetzen, aber beim Mitarbeiter, der da bei mir im Büro sitzt, da dürfen Sie das einsetzen. Wie wollen Sie da noch das Anwaltsgeheimnis wahren? Wie wollen Sie da noch das Arztgeheimnis wahren? Wie wollen Sie das vertrauliche Gespräch mit Geistlichen, mit Pfarrern oder anderen wahren? Nein, dieses Gesetz darf so nicht durchkommen. Dieses Gesetz muss spätestens in Karlsruhe fallen. Das war Hans-Christian Ströbele von den Grünen. Er betonte noch einmal die Verfassungswidrigkeit der massiven Telekommunikationsüberwachung. Als nächstes spricht Dr. Johannes Fechner von der SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte gleich vorab sagen, das Allerwichtigste auch bei allen Strafgesetzen oder der Strafprozessordnung ist es, wenn wir die Strafjustiz entlasten wollen, für mehr Personal zu sorgen. Wir brauchen mehr Richterinnen und Richter, wir brauchen mehr Staatsanwälte. Damit können wir, glaube ich, der Justiz den größten Dienst erweisen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir können die hohe Arbeitsbelastung gerade in der Strafrechtspflege, aber auch durch eine effektivere Ausgestaltung des Strafverfahrens erreichen. Und genau dem dient dieses Gesetz. So ist in der Tat, Kollege Wunderlich hat es angesprochen, zukünftig nicht mehr erforderlich, dass für eine Blutalkoholprüfung extra ein Richter seine Anordnung geben muss. Das hat viel Kräfte gebunden und es wird von allen Berufsverbänden auch begrüßt, dass wir hier die Richter entlasten. Dadurch erreichen wir ein Ziel, beispielhaft mit dieser Maßnahme, dass wir die hohe Belastung in der Justiz reduzieren. Und wenn sich die biotechnischen Möglichkeiten der DNA-Analyse weiterentwickelt haben, dann sollten wir diese Möglichkeiten auch nicht ungenutzt lassen. Wir wollen deshalb, dass der sogenannte Beinahe-Treffer auch erfasst wird von der Strafprozessordnung und dort geregelt ist. Das sind Fälle, in denen der Abgleich von Spuren und DNA-Material ergibt, dass die Spuren zwar nicht vom Täter, aber von einem nahen Verwandten stammen. Und zukünftig kann also nicht nur die völlige Übereinstimmung von Spur und Täter untersucht werden, sondern auch, ob es eine Ähnlichkeit gibt, die auf ein Verwandtschaftsverhältnis schließen lässt. Auch das ist ein ganz wesentlicher Vorteil. Und ich persönlich wünsche mir auch, dass wir rasch in der nächsten Legislaturperiode die Frage der Weitergabe an die Polizei von Ergebnissen aus DNA-Analysen, was die persönlichen Merkmale angeht, also etwa Augenfarbe oder die Haarfarbe. Da hatten wir ein umfangreiches Symposium beim BMJ. Herzlichen Dank für diese gelungene Veranstaltung, die den Handlungsbedarf gezeigt hat. Da hat uns jetzt zum Ende der Legislatur die Zeit nicht mehr gereicht. Aber ich finde, wenn mit Sicherheit gesagt werden kann, wie die Haarfarbe oder die Augenfarbe eines Täters ist, dann sollte die Polizei diese Informationen bekommen, um die Ermittlungskräfte gezielt einsetzen zu können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir gestalten den Strafprozess an vielen Stellen effektiver. Der Verteidiger erhält eine sogenannte Opening Speech, die Möglichkeit bei umfangreichen Verfahren. Und bei Tötungsvorwürfen, da muss die Beschuldigtenvernehmung zukünftig auf Video aufgenommen werden. Herr Ströbele, Sie haben recht. Wir wären hier viel weiter gegangen. Wir hätten gerne diesen 58a aus dem sehr guten Referentenentwurf auch bei allen Straftaten angewandt, gerade bei Sexualstrafrecht. In Sexualstraftaten, da haben wir aus der Praxis die Hinweise, dass ja Opfer leider oft dann die Aussagen zurückziehen. Und mit dem Video hätten wir dann die Möglichkeit, im Prozess auf diese Aussagen zurückzukommen. Deswegen der Vorwurf wirklich an den Koalitionspartner. Wir könnten mehr Vergewaltiger, mehr Menschenhändler verurteilen, wenn Sie diese Regelung nicht blockiert hätten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und bei der Frage der Verwertung von DNA-Ergebnissen habe ich schon ausgeführt, dass wir mit dem technischen Fortschritt gehen müssen. Es kann nicht sein, dass Terroristen und Kriminelle auf der einen Seite vom technischen Fortschritt profitieren. Nein, auch die Polizei muss hier Schritt halten und auf einer Augenhöhe mit den Terroristen und Kriminellen agieren können. Und deswegen ist es richtig, dass wir eine klare rechtsstaatliche Grundlage schaffen für die TKÜ und für die Online-Durchsuchung. Wir machen das orientiert an der Wohnungsüberwachung mit ganz klaren rechtsstaatlichen Grundsätzen. Das kann nicht einfach ins Blaue hinein angeordnet werden, dass ein Handy gehackt wird von der Polizei. Nein, ein Richter muss feststellen, dass Tatsachen vorliegen, die einen Verdacht auf eine ganz bestimmte Straftat, und zwar eine schwere Straftat, die abschließend im Gesetz ist, geregelt werden. Darüber kann man diskutieren, ob es auch weniger getan hätten, keine Frage. Aber wir haben eine klare Regelung. Nur bei einer schweren Straftat darf dieses Instrument angeordnet werden. Und ich finde, das ist eine rechtsstaatliche
Lösung. Die Polizei muss auf dem neuesten technischen Stand sein, um mit Terroristen und Kriminellen mithalten zu können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, weil Frau Künast direkt danach gefragt hat, ja, wir tun auch was für den Naturschutz in diesem Gesetz. Wir verschärfen das Bundesnaturschutzgesetz, um illegalen Wildtierhandel zu bekämpfen. Nach dieser Neuregelung macht sich strafbar, wer leichtfertig ein geschütztes Tier tötet oder geschützte Pflanzenarten zerstört. Da erhöhen wir die Höchststrafe von 1 auf 3 Jahre. Nicht ganz unwichtig, finde ich. Deswegen will ich es nicht unerwähnt lassen, zumindest kurz in dieser Rede. Abschließend, aber jetzt kommen ein gutes Sie zum Gesetz. Schluss, ja? Jetzt haben Sie mich im Schlusssatz unterbrochen, Frau Präsidentin. Ich muss noch mal ja, anfangen. Aber dem muss man früher abschließend anfangen. Ein gutes Gesetz, stimmen wir also zu. Herzlichen Dank. Herr Fechner von der SPD hat seinen Satz nun endlich beenden können. Als nächstes spricht Professor Dr. Patrick Sensburg von der Union. Er ist ein Verfechter der Totalüberwachung und ist schon im Vorfeld dafür bekannt geworden, den NSA-Skandal systematisch herunterzuspielen. Das Vorredners Anknüpfen ist ein gutes Gesetz. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, das Strafprozessrecht effektiver, praxistauglicher zu gestalten. Das ist ein guter Ansatz gewesen, denn über die Jahre hat sich das Strafprozessrecht durch viele Gesetzesänderungen auseinanderentwickelt. Das wieder zusammenzuführen, das war der Ansatz. Der ist uns nur in Teilen gelungen, da stimme ich dem Kollegen Ströbele zu. Da wäre mehr möglich gewesen. Der erste Aufschlag der Kommission beim Justizministerium war größer geplant. Aber wir haben dann auch viele Hürden nehmen müssen und wir haben über einzelne Regelungen gestritten. Und mein Dank an der Stelle vielleicht auch mal dem Justizministerium gegenüber, Justizminister Maas, aber insbesondere Staatssekretär Lange. Wir haben nun oft zusammengesessen, über viele Formulierungen, über Einzelworte diskutiert, debattiert, gestritten und haben im Ergebnis nach meiner Meinung eine wirklich tragbare, gute Lösung für die Reform des Strafprozessrechts an dieser Stelle gefunden. Also dahingehend einmal Dankeschön. Die einzelnen Punkte sind erwähnt worden. Die einzelnen Punkte sind erwähnt worden. Es sind die Befangenheitsanträge, die nicht mehr erreichen sollen, dass ein Verfahren endlos in die Länge gezogen werden. Es sind die Beweisanträge, die auch irgendwann mal gestellt werden müssen, bis zum Ende einer Frist. Es ist die Erscheinungspflicht des Zeugen vor der Polizei, der nicht einfach sagen kann, ach, was interessiert mich, wenn die Polizei mich zur Befragung lädt. Und es sind auch die Fragen der audiovisuellen Vernehmung, die dann ermöglicht, hinterher noch einmal zu schauen, was hat der Zeuge wirklich bei seiner Vernehmung gesagt. Ob die jetzt noch weiter ausgedehnt hätten werden müssen, ob das uns mehr Klarheit, mehr Transparenz gebracht hätte oder vielleicht auch mehr Revisionsgründe, das kann man unterschiedlich beleuchten. Und wir haben die Expertenanhörung ja zu diesen Themen gehabt. Wir haben ja 3,5 Jahre über diese einzelnen Punkte diskutiert. Und von daher freue ich mich, dass Frau Kollegin Berlosse das auch noch mal dargestellt hatte, dass sie diese Genese, diese Entwicklung des Gesetzes dargestellt hatte. Und dann an der Stelle von der Opposition zu sagen, dieses Gesetz entsteht in wenigen Tagen. Herr Kollege Ströbele, Sie waren doch bei der Expertenanhörung, wo auch die Quellen-TKÜ diskutiert worden ist, dabei. Da habe ich doch noch die Frage der Notwendigkeit der Quellen-TKÜ gestellt. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das nicht mitgekriegt. Dann verstehe ich, dass Sie sagen, das kommt jetzt spontan. Aber das ist doch nicht spontan. Es war im Gesamtpaket der Strafprozessordnungsreform drin. Dann ist es rausgenommen worden in 2 Teile, weil wir auch aus der letzten Legislaturperiode doch den 81a noch als sogenanntes Leftover-Überbleibsel hatten. Und wir sind doch froh, dass wir den 81a jetzt in dieser Legislaturperiode mit durchgekriegt haben. Wir beide waren doch mit dem Kollegen von Essen damals Berichterstatter. Wir wären doch beide froh gewesen, hätten wir den 81a damals schon durchgekriegt. Jetzt ist es uns gelungen, das endlich zu machen. Und jetzt hängen Sie sich an 2 Punkten auf und blockieren dieses gute Gesetz, nämlich an der Quellen-TKÜ und an der Online-Durchsuchung. Beides Bereiche, die wir ohnehin schon haben. Es ist ohne weiteres derzeit möglich, den Telefonverkehr von Verbrechern, die schwere und schwerste Straftaten im Verdacht stehen, auch abzuhören. Das kennt jeder, der mal Tatort guckt. Jetzt ist es nun mal so, dass bei Tatort die Leute nicht alle per Messenger telefonieren. Das machen aber die Menschen in der Realität inzwischen. Nur noch 15% der Kommunikation erfolgt unverschlüsselt. Gucken sich mal die Kids an, die drücken auf den Hörer bei WhatsApp. So, und diese Kommunikation von Verbrechern, von Verdächtigen, die schwere und schwerste Straftaten im Verdacht sind, begangen zu haben, die wollen wir genauso haben wie die normalen Telefonate. Und das ist berechtigt. Und das eröffnen wir jetzt mit der Quellen-TKÜ. Der 2. Bereich, Online-Durchsuchung. Es ist heute Alltag, wenn am Tatort ein Handy gefunden wird, dass das ausgelesen wird, ergibt sich aus 110 der StPO.
Wenn Sie aber das Handy nicht finden, aber wissen, es stehen schwerste Straftaten im Raum, wo sogar noch die besondere Schwere festgestellt worden ist und werden muss, das haben Sie eben unterschlagen, Herr Kollege Ströble, steht nämlich auch im Gesetz bei 100b drin, dass auch noch die besondere Schwere der einzelnen Tat festgestellt werden muss, dann muss es auch möglich sein, das Handy zu durchsuchen, genauso wie es durchsucht werden kann, wenn es am Tatort beschlagnahmt wird. Von daher eröffnen wir die Möglichkeit, Straftaten zu verhindern, sie zu verfolgen und dementsprechend auch die Täter dingfest zu machen. Das ist nichts Aufregendes, das ist nichts, was man skandalisieren muss. Das sind die Dinge, die in der normalen Welt, nicht in der digitalen Welt, schon bisher immer möglich waren. Das eröffnen wir jetzt für die digitale Kommunikation. Und Herr Kollege Wunderlich, wenn Sie noch bei 1990 stehen geblieben sind, dann werden Sie halt Straftaten nicht mehr ermitteln. Die Täter kommunizieren heute digital und da ergeben wir unserer Polizei und den Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit, auch diese Kommunikation in ganz besonders schweren Fällen abzurufen. Und das ist auch richtig so. Deswegen unterstützen Sie unseren Gesetzesentwurf. Dankeschön. Vielen Dank, vor allen Dingen für die perfekte Einhaltung der Zeit. Das war Professor Dr. Patrick Sensburg von der Union. Als letzter Redner der Debatte spricht nun Alexander Hoffmann, ebenfalls von der Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollege Fechner, Ihre Aussage, dass mit diesem Gesetz, dass wir jetzt dann mehr Vergewaltiger verurteilen könnten, wenn die Union nicht wäre, das bedarf natürlich der Kommentierung durch mich. Es wird Sie nicht überraschen. Ich möchte an der Stelle schon mal darauf hinweisen, dass wir heute mehr Vergewaltiger vor allem deswegen verurteilen können, weil wir einen neuen Straftatbestand haben. Das berühmte Nein heißt Nein. Für diesen Straftatbestand hat die Union gekämpft. Dafür haben die Frauen in der Union gekämpft und glücklicherweise auch die Frauen in der SPD, leider nicht der SPD-Bundesjustizminister. Und die Bemerkung, die kann ich mir nicht verkneifen. Aber Ich nehme Sie als geläutert wahr und deswegen hoffe ich, dass sollten wir wieder rechtspolitische Koalitionsverhandlungen haben, dass wir dann gerne verhandeln können über die Versuchsstrafbarkeit beim Cybergrooming. Das ist uns nämlich ein großes Anliegen und wird die ganze Zeit durch die SPD blockiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir, dass ich als letzter Redner aus diesem Gesetzespaket, so wie es uns vorliegt, noch zwei Teilaspekte rausgreife. Einmal ein paar Sätze noch zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens. Der Titel sagt es schon, es geht um Verfahrensvereinfachung, Verfahrensbeschleunigung. Dieser Satz, den wir alle aus dem Studium kennen, die Strafe soll der Tat auf dem Fuße folgen. Wir haben vorliegend bestimmte Komponenten, die, ich will mal sagen, eine Straffung des Befangenheitsrechts darstellen. Das Befangenheitsrecht, das, und das wissen die Praktiker in der Vergangenheit, immer wieder gezielt zur Verfahrensverzögerung missbraucht worden ist, so muss man es schon fast nennen. Eben Kollegin Winkelmeier-Becker hat es gesagt, zum Beispiel mit der Formulierung des Ablehnungsgesuchs kurz vor Beginn der Hauptverhandlung, dem wollen wir einen Riegel vorschieben. Die Hauptverhandlung kann jetzt beginnen und zwar kann sie fortgesetzt werden bis zur Verlesung des Anklagesatzes und zudem hat der Vorsitzende jetzt die Möglichkeit, eine Fristsetzung zu formulieren für die schriftliche Begründung dieses Ablehnungsgesuchs. Und auch das führt letztendlich dazu, dass Verfahren nicht weiter verschleppt werden darf. Und auch noch zwei, drei Sätze zur Änderung des Beweisantragsrechts. Auch das mittlerweile leider ein sehr missbrauchsanfälliger Bereich. Und hier wird neu eingeführt, ich habe es in der ersten Lesung auch schon skizziert, dass der Vorsitzende nun nach Ende der Beweisaufnahme eine angemessene Frist setzen kann, binnen der weitere Beweisanträge gestellt werden dürfen. Und danach sind sie eben einfach nicht mehr möglich. Dass ich da zusammenfassend sagen will, dass wir hier einen praxistauglichen Instrumentenkasten haben, der letztendlich dazu führt, dass wir das Strafverfahren werden straffen können. Und nun noch im zweiten Teil meiner Rede ein paar Sätze zum Fahrverbot als Sanktion, weil das die eigentliche Zielsetzung auch meiner Berichterstattung ist. Sie kennen die Rechtslage. Bisher ist es so, dass es das Fahrverbot als Sanktion eben nur dann gibt, wenn die Straftat im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr steht. Und diese Verbindung wollen wir aufheben und das aus guten Gründen. Ich würde sagen, in einem Rechtsstaat manifestiert sich der staatliche Strafanspruch in der Verurteilung.
Strafe und auch Nebenstrafe. Die sollen einerseits Tatunrecht sühnen, sie sollen Genugtuung für das Opfer sein und sie sollen eben auch auf den Täter einwirken. Diese dritte Komponente, diese Spezialprävention, das ist vor allem dann im Jugendstrafrecht noch mal sehr viel intensiver. Hier steht der Erziehungsgedanke über allem. Man will auf den Täter, der noch formbar ist, in jugendlichem Alter einwirken. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, dass dieser vorliegende Entwurf nun diesen Instrumentenkasten an Nebenstrafen erweitert und eben auch ein Fahrverbot zulässt, wenn die Straftat nicht im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr begangen wird. Das Fahrverbot bleibt Nebenstrafe. Die Dauer im Erwachsenenstrafrecht wird erhöht von maximal 3 Monaten auf maximal 6 Monate. Im Jugendstrafrecht bleibt sie bei 3 Monaten, eben wegen dem Erziehungsgedanken. Und das Fahrverbot soll eben in Betracht kommen, wenn es zur Einwirkung auf den Täter erforderlich scheint und das kommt dem Täter ja auch zugute, wenn es zur Vermeidung einer Freiheitsstrafe zielführend ist. Wir erhoffen uns hier ein Instrument, das effektiv einwirken kann, nämlich zielgenau, spürbar und schuldangemessen. Und deswegen glaube ich, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich will noch ein Missverständnis aus dem Weg räumen, weil das immer wieder proklamiert wird. Die Anhörung hat eigentlich sehr deutlich ergeben, dass sich vor allem die Praxis ein solches Instrument wünscht. Und das wollen wir heute beschließen. Deswegen bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank. Das war Alexander Hoffmann von der Union. Es folgt eine Kurzintervention von Hans-Christian Ströbele von den Grünen, der den Beitrag des vorletzten Redners Patrick Sensbruck nun kommentieren wird. Danke, Frau Präsidentin. Ich will zu dem, was der Kollege Sensbruck gesagt hat, zwei Anmerkungen machen. Das erste ist, wir streiten nicht darüber, dass bei terroristischen Gefahren man möglichst sehen muss, dass man für alle Eventualitäten Erkenntnismöglichkeiten, Aufklärungsmöglichkeiten schafft. Das habe ich im Rechtsausschuss ja auch so gesagt. Das heißt, wir können durchaus darüber reden, ob es für solche Tatbestände. Was ärgerlich ist und was auch in gewisser Weise unwahrhaftig ist, dass sie mit dieser terroristischen Gefahr geradezu einen Handel treiben, indem sie die vorschützen und sagen, da muss man doch was machen, und da stimmt ihnen fast jeder zu, aber dass sie dann eine ganze Serie von Straftaten, also die Zählungen gehen auseinander, ob das 50 oder 70 Straftatbestände im Strafgesetzbuch nehmen und sagen, da kann das auch angewandt werden. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, da haben wir auch im Rechtsausschuss darüber diskutiert. Der Richtervorbehalt hat einen guten Sinn und ist auch hier sinnvoll. Darüber streiten wir nicht, obwohl das von Ihnen da bestritten worden ist in der Diskussion im Rechtsausschuss. Nur, man muss doch sehen, dass es hier eine so komplizierte und ich sage auch mal von technischen Kenntnissen her, komplizierte und problematische Angelegenheit, dass die Frage doch berechtigt ist, ob eine Richterin oder in der Strafkammer auch, also Juristen, Richter, die tatsächlich die Expertise haben und das Wissen haben, um beurteilen zu können, kann das mit den und den Folgen wirklich konzentriert so eingesetzt werden, wenn der Staatsanwalt kommt und den Antrag stellt. Und das fehlt völlig im Gesetz, und das hat das Bundesverfassungsgericht verlangt, eine obligatorische und unabhängige Prüfung des jeweiligen Verfahrens durchgeführt werden muss. Das muss doch jedem einleuchten. Also ich bin nicht so vermessen und Sie hoffentlich auch nicht, dass Sie sagen, Sie können das beurteilen. Das können nur Fachleute beurteilen. Deshalb muss man die Verpflichtung schaffen, dass die Datenschutzbeauftragten oder meinetwegen auch andere Fachleute einbezogen werden und den Richter beratend und sachkundeschaffend beiseite stehen. Sonst ist die Kontrolle eine unwirksame, für die wirklichen Gefahren unwirksame Kontrolle. Vielen Dank, Herr Kollege Sensbruck. Möchten Sie darauf antworten? Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin, Herr Kollege Ströbel, ich antworte kurz drauf.
Und es ist richtig, Sie haben gesagt, wir müssen darüber reden. Und wir reden ja auch. Und Sie machen immer das Redeangebot. Und das klingt so versöhnlich. Und Herr Kollege Strohl, ich mag Sie ja auch. Aber man muss mal von dem Reden irgendwann wegkommen, auch zum Gesetz, damit man Straftaten verhindern kann. Und wenn Sie immer nur das Redeangebot machen, dann müssen Sie irgendwie gucken, wie kommen wir gemeinsam in den Konsens. Mit unserem Koalitionspartner sind wir zu einem Konsens gekommen. Und ich will Ihnen jetzt nicht den gesamten Straftatenkatalog vorstellen. Aber wenn es um Straftaten geht, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Kinderpornografie, Mord und Totschlag, wenn es dann weitergeht, schwerer Raub mit Todesfolge, und so weiter. Ich könnte es jetzt vorlesen. Und dann haben Sie gesagt, da steht ja auch was vom Asylgesetz drin. Und wenn dann drin steht, Einschleusen mit Todesfolge. Das sind für mich so schwere Straftaten, das hat auch nichts mit Terrorismus zu tun, aber so schwere Straftaten, dass wir sie regeln können in einem Katalog, der uns die Möglichkeit gibt, auch die digitale Kommunikation der Polizei zugänglich zu machen. Wir haben Personen, die stehen im Verdacht, diese Art von schwere Straftaten zu begehen und begangen zu haben. Da möchten wir gerne nicht nur das normale Telefonat, mit dem keiner mehr telefoniert, mithören können, sondern auch, wenn Sie über Messenger-Dienste telefonieren, sonst macht polizeiliche Ermittlungsarbeit präventiv, haben wir schon aber auch repressiv keinen Sinn. Deswegen geben wir dieses Instrument, mit auch in der digitalen Welt jetzt Strafverfolgung weiter möglich ist, auf richterliche Anordnung und wenn die besondere Schwere dieser schweren Straftaten zusätzlich auch noch festgestellt wird. Ich glaube, darauf könnten auch Sie sich einlassen. Dankeschön. Patrick Sensburg hat noch einmal die Schwere der schweren Straftaten hervorgehoben und dabei geschickt die leichteren Straftaten und auch die Schwere der geplanten Eingriffe unter den Tisch fallen gelassen. Die Vorsitzende gestattet nun keine weiteren Entgegnungen mehr, da die Kurzintervention nicht als fortlaufender Dialog gedacht ist. Die Aussprache ist damit beendet und es folgt die Abstimmung über den Gesetzentwurf in der derzeitigen Fassung, welche laut Opposition basierend auf den bisherigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts als verfassungswidrig einzustufen sein dürfte. Erwartungsgemäß wird der Entwurf mit der Stimmenmehrheit von SPD und Union angenommen werden. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist die Koalition. Wer stimmt dagegen? Das ist die Opposition. Wer enthält sich? Hast du dagegen gestimmt? Und zwei Stimmen, das ist die Opposition und zwei Stimmen aus der SPD-Fraktion. Wer enthält sich? Keiner. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist in dritter Beratung mit dem gleichen Stimmenverhältnis angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, auf Drucksache 12.834. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Opposition. Wer stimmt dagegen? Das ist die Koalition. Wer enthält sich? Niemand. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Strafgesetzbuches, des Jugendgerichtsgesetzes, der Strafprozessordnung und weiterer Gesetze. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 12.785 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 11.272 für erledigt zu erklären. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? War ein Versehen, ne? Gut, damit ist die Beschlussempfehlung einstimmig angenommen. Und damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunkts und ich rufe